Ein wichtiges Ziel von mir ist, dass alle Schüler in den entsprechenden Klassenstufen, 3., 4. Klasse, wissen, dass es die Biologie-Olympiade gibt und dass es nicht viel kostet, mal mitzumachen in der ersten Runde. Ich möchte Ihnen heute etwas vorstellen, was für Sie relevant sein könnte, nämlich die Schweizerische Biologie-Olympiade. Wie ich hier geschrieben habe, diese Biologie-Olympiade ist ein Wettbewerb für Mittelschülerinnen, also für Sie. Bei der eigenen Klasse haben sie häufig die Schüler auch gerade verknurrt, also gar nicht gefragt, ob sie mitmachen. Ich habe gesagt, die machen das im Rahmen des Unterrichts. Und bei der anderen Klasse da gebe ich meinen Kollegen eine PowerPoint-Präsentation, wo ich ihnen sage, euren Schülern zeigen, um auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen von der Biologie-Olympiade. Als Lehrer sehe ich es, die Schüler informieren, die Schüler zu motivieren, in der ersten Runde mitzumachen. Vor allem die Schüler, die das Gefühl haben, sie hätten eine Chance, weiterzukommen. Und nachher auch aufzuzeigen, ja, es ist möglich, dass man gut ist. Und das ist wichtig, dass man eben auch, wenn jemand gut erfolgreich ist, dass man das, also ich denen kann gratulieren und nachher auch, dass ich aufhängen kann, am schwarzen Brett. Dieser Schüler, diese Schülerin war gut. Und dann sehen die anderen Schüler das und denken, oh, wenn die das kann, kann ich es vielleicht auch. Aber schlussendlich, die Schüler müssen auch die Motivation haben. Ich bin nur der Anstösser. Ich bin nur der, der die Möglichkeit gibt, dass sie die erste Runde machen können. Und die zeigen auch auf, dass wenn sie gut sind, realistische Chancen haben, dass sie an einer internationalen Biologie-Olympiade mitmachen. Und das ist natürlich eine spezielle Motivation, wenn sie dann wissen, oh, wenn ich da jetzt gut bin, dann kann ich auf Ungarn gehen, dann kann ich auf Japan gehen, dann kann ich auf Amerika gehen, wo dann immer das internationale Finale ist. Und erfreulicherweise sind wir ein paar, die das schaffen. Dann ist der vor allem an ihnen selber, da, als sie weiterkommen. Da mache ich nicht mehr viel. Ja, das ist der Schüler selber.